Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Starbound zusammen mit dem Quinn. Brofist, Brofist, komm her, Brofist, 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 Exklusiv-Content auf meinem Channel, Brofist, Brofist. Hallo zusammen. What so, einmal mit Sale reden, bla bla bla. The Grand Pagoda Library, das müsste sein. Dann würde ich sagen, mal einmal ab die Post. Deployen wir mal. Jo. Go, go, Power Rangers. Ich fände es so schön, wenn diese Laser, die einen dann unterschieden, dass man die Farbe customizen kann. Das fände ich noch schön, dass der mal blau oder rot oder. Ja, ich verstehe auch nicht wirklich, warum. Pink. Ja, warum meiner pink ist, wenn ich doch selber blau bin. Also, zumal ich ja jetzt nur ein Energiewesen bin. Ja, okay, macht's denn? Meiner ist grün. Ja. Ich überlege, mein Gott, wie lange fliegt der denn? Ja, das ist bei Mission oft so. Ich überlege gerade, war der immer schon pink bei mir? Ich habe da echt am Anfang nicht so drauf geachtet. Okay, Bewaffnung, check. Computer Terminal, check. Teleport Devices, check. Okay. Krabbe, check. This island is home of the Grand Pagoda Library Entrance. Achso, ja, das ist scheiße. Ne, hier auf der Insel finden wir nur den Eingang. Nicht die Pagode selber, sondern nur den Eingang. Oh. Is someone there? Achso, Entschuldigung. Is someone there? The library motion sensors are picking up a signal. You have to irgendwas. Ich muss mal singen. I'm sorry, my name is Koichi. I'm here researching great Hyotlethinkers, but these villains showed up. Okay, ja, in dem Schrank ist nur ein Buch drin. Ja, violent criminals, I fled to the basement. I'm barricaded in here with an artifact that they seem to want to steal. Okay, also der Typ ist irgendwie da unten eingeschlossen. Nein, du sollst nicht hier bleiben. Komm, gefäß mit. I'm sorry to improve, but please rescue me. I will open the entrance hatch. Okay, wahrscheinlich geht jetzt gleich der Boden auf, ne? Hallo? Jo. Yay! Oh, fuck! Bist du runtergefallen? Ja. Okay. Alter. Waren auch nur 703 Schaden. Ja gut, das geht ja noch. Current exterior pressure reading 15 Quash. Scans show this structure is capable of withstanding in excess of 80 Quash. Chance of survival surprisingly irgendwas. Oh, wieder Maximum-Regale. Also erstmal checken, ob irgendwas. Nein, du sollst nicht hier rumstehen. Ach, die kann man wieder nicht mitnehmen. Ist ja doof. Kann man auch nicht öffnen, schade. Okay, ich habe hier eine Tür, allerdings ist hier Wasser. Ich hab auch. Ja, ich habe einen Knopf bei mir, wo ich drücken kann. Ja, also was der Computer halt gerade gesagt hat, momentaner Druck sind irgendwie 15. Und das Gebäude ist ausgelegt auf 80. Whatever. I apologize for your having too much stumble around in the dark. These are breaker for the room nearby. Oh, warte, Geld. So. Aber schön hier. Ah, da. Online. Wow, okay. Das Licht macht jetzt halt den übelsten fetten Unterschied. Scheiße! Hier darfst du gar nichts kaputt machen. Nicht mal die Vasen, in denen Geld drin ist, normalerweise. Das ist irgendwie cool. I know, this library is in this repair. But isn't it still a wondrous so many irgendwas? Ja, sehr, sehr. Thousands of years literal art and essay. Ja, just. Ja, ich glaube, es ist nicht ganz so wichtig, weil die Tür kann man aufmachen. Oh der Gott, die Teile sehen richtig aus. Sterbt! Oh, ich sollte nicht jeden Knopf drücken. Er macht einfach wie ein Bekloppter jede Tür auf. Okay, da werden wir nicht durch können. Die Tür ist hat sie hinter sich. Oder ist das hier eine Schleuse? Ja, oha. Gut. Oh. Ein bisschen im Arsch, ne? Aber cool gemacht. Auch so mit den Büchern, die hier jetzt rumliegen und so. Okay, hier ist nix, da ist auch nix, da ist nix. Also hier das unten. Ist ein Bauplan für einen Bogen. Oder irgend so. Nein, das ist ein Supportteil, ich nehme es mal mit. Ja. Okay, ich schalte mal die Pumpe an. Ach cool.
Blub, blub, blub. So ist der Typ schon wieder. Ja, ja, und die Tür hier geht wahrscheinlich nicht auf, bevor hier nicht ja, der Bereich clear ist, ja. Schauen wir mal. Das wird das Wasser auch nicht schnell absickern lassen. Frage mich, wohin es fließt. Aber ich finde das gerade irgendwie voll cool mit dem Gebäude unter Wasser und mit den Schlöisen und so. Das ist echt geil. Wenn ich das jetzt Wasser fließt ein bisschen langsamer, ne? Ja, gut, ne? Wenn ich meinen Manipulator hier benutzen dürfte, würde das ja schneller gehen. Ne? The library is motion center picking up movement below our location. Also quasi unter uns. Dann schauen wir mal unten. Wollen wir nach unten? Dann gehen wir nach unten. Please be careful down there. These people are wild. Ein Knopf! ein Knopf? Ist da ein Buch drin? Ja. Ja. Nimmst du die Bücher mit? Ja, die kann man lesen. Okay. Das sind die! Ihr zerstört hier Wissen, das zerstören wir euch. Und dessen Hebel. Hebel. Okay, was haben wir jetzt gehebelt? Ah, ich glaube, wir haben hier aufgemacht, ne? Ach. Das müssen diese Wilden sein, von denen er gesprochen hat. Okay, dann wird auch nichts werden. Oh, warte mal, hier ist ein bisschen was drin. Ein Airlock Hatch. Cool. Ein Airlock Hatch, also ein Bauplan für eine Luftschleuse, ein Hürtel-Emblem. Ja. So, jetzt kann ich so Luftschleusen bauen, also so Wasserschleusen hier. Oh, das Bild sieht cool aus. Wo bist du da hinten? This room ahead is flooded. I had to swim through. I think you're going to have to do the same. Okay, ich will das Bild haben. Cool. Ich will das Bild haben. Ja. Mann, ey. So, was sagt er? We have to go through. Oh, toll. Ja, weil es... Oh Gott, was... Geh mal zur Seite ein bisschen. Ja, komm her, du Affe. Ja, hallo? Geht das auch mal auf, oder? Gerade war die Tür doch auf, oder? Eigentlich schon. Okay, vielleicht muss der Gang geflutet sein, damit wir durch können. Mal eben testen. Das kann natürlich auch sein. Aber die Tür war doch gerade kurz auf, oder war das ein Anzeigefehler? Nein, die war wirklich kurz auf, vielleicht. Achso. Ja. Toll. Das war's dann mit Starbound. Wir kommen nicht weiter. Jetzt. Lol. Warum geht die Tür? Hä? Knopf drücken. Läuft. Jetzt können wir durch. Danach wirst du jetzt ausgesperrt. Boah, das ist nicht schlimm. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ne, was wir so haben. Da ist noch eine Schleuse, müssen wir also irgendwo einen Hebel wieder finden. Da ist ein Knopf. Ja. Keine Reaktion. Der Button. Ja, war super. Schauen wir mal, ob wir was anderes finden hier. Warte mal. Ist auf hier oben. Ist offen. Oh, ja. Er schwenkt erstmal gleich alle, was es sieht. Doch offen, also hier geht's weiter. Geht's hier weiter? Geht's da weiter? Wo geht's denn jetzt weiter? Da geht's mal nicht weiter. Okay. Denk ein bisschen an deine Lebensenergie, ne? Du bist bei mir unter der Hälfte laut Anzeige. Stimmt. I'm afraid this is the last holographic display. Be careful, I hope to see you soon. Gut, Digga. Dann einfach mal hier ein paar Knöpfe drücken. Passt schon. Oh, hier ist der Bauplan der Schleuse nochmal, vielleicht für dich. Ja. Und so Ornette-Tiles, also von, das wäre vielleicht für dein Bauvorhaben gar nicht so schlecht. Da habe ich auch Shotgun noch ein paar von. Nehme ich mal mit. Ein Eis-Shotgun. Kommen Sie mal rum. Ja, das ist die, die ich aus Versehen verkauft habe. Die Xiali Tsunami Blaster. Ja, also zumindest vom Effekt her sieht die so aus wie die, die ich aus Versehen verkauft habe. Herr von Blümchenfeld. Danke sehr. Also, das Geräusch, ich finde das Geräusch so geil. Mein Ninja ist down, deine auch? Jo. Okay. Okay, das ist im Arsch. Ich habe mal die Schleuse nach unten geöffnet.
glaube, das wird ja unser einziger Weg sein. Ja. Blub! Ich könnte das nicht ganz packen. Oh. Das leckt gerade ein bisschen. We are now approaching the basement level. My readings. Also, hallo, da ist einer. I've heard of these cultists, but I know little about them. I wonder if. Who can say? Ja, toll, sehr informativ, gute Frau. Du bist ja genauso nützlich wie ein alter Patrick. Don't worry about it, murderous stain trainers are totally your specialty. Ja, genau, also Fremde umbringen ist voll unsere Spezialität. Tatsächlich erinnert mich die Ruine jetzt hier ein bisschen an eine Lokalität aus einer Buchreihe, die ich ganz gerne gelesen habe. Da geht es auch um eine alte Bibliothek, eine alte Schriftensammlung, die in so einer Stadt aber unterirdisch ist. Also es ist nur noch oben der Turm zu sehen, die Spitze davon und geht dann irgendwie so und so viele Etagen runter. Ja, Florian Barbarians, ey, jetzt bin ich aber getriggert, ey. Ja gut, er hat ja nicht ganz Unrecht, ne? Ich bin doch kein Mama. Nein. Hast du schon mal geguckt, wie du rumläufst? Schwert, Federschmuck, euer Hobby ist die große Jagd. Hm? Irgendwelche Kausalzusammenhänge erkannt, Herr Van Ösi? Sehe ich nicht. Ich bin halt so blöd, da hochzuspringen. Ja. Du mit deinen nur weil du sowas wie Kausal... Nein, ich will nicht, Are you the Astro's puppet? So she's gathered some wood. You know you are the way over your head, Profist, don't Profist, you? Profist. Oh, voll der Jedi. Voll der Jedi. Alter, was geht mit dir? Ach, okay, wir gehen auf Nahkampf. Wascha! Banzai! Au. Nee, ich glaube, das ist vielleicht auch nicht so gut, Digga. Hallo, das ist voll der Jedi, ey. Ich meine, der Sith, oder? Alter, der kann sich auch in die Kugel verwandeln. Und der macht aber übelst Schaden. Ich geb mir die Kugel. Warte, jetzt? Get back here. Okay. Oh, wow. Ich komme! Halte durch! Ja, ich bin noch voll on the run hier. Von so einem hier. Hallo, ich habe ewig Star Wars gespielt, ne? Also The Old Republic und alles, ne? Also wenn ich was kann, dann mit Jedis umgehen. Oh, ich bin gleich tot. Blöp, ich schieße einfach die ganze Zeit Blöp. Wow. Nein, hoch da, hoch haben die gesagt. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht, meiner hat es gerade auch nicht auf die Kette gekriegt. Volle Deckung! Der cheatet voll, aber wir haben ihn ja gleich. Ja, nein, ich schon wieder Modus. Frisch rot. Ins Gesicht. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Vielleicht besiegst du jetzt. Gib mein Bestes. Versuch noch so lange auszuhalten, bis ich da bin. Ja. Easy peasy. Der kann doch nichts erlappen. Komm durch da. Ich will sie von dem töten, der ist da. Ja, du mich auch. Oh, geht doch. I guess I underestimated you. We had the high ground. But it's too late to stop what's happening. Let's Esther know there is no hope. Ach, da ist immer Hoffnung. Pixels. Wo Licht ist, ist auch Hoffnung. Und ich bin immerhin Licht, ne? Moment, das war eine Frau? Auch schön. Oh, Entschuldigung. Ja, komm. Ehe der da mal seine Wichsgriffe dran legt, nimm die Finger weg. Ist meins. Mayger, come with you. This object, the artifact, I would love to know more. Okay, der wird sich also jetzt auch bei der Esther versammeln. Ich schwöre, wir sammeln da gerade voll die Power Ranger ein. Die Esther, die Blume, er hier. Key recovered. Und jetzt Kachikalang. Jetzt Kachikalang. Konnichiwa. Okay, geht es gar. Bankai. Blut!
Warte mal, jetzt will ich mal hier eben checken. Hier, was ist denn hier los? Ach, das also. Buch nehme ich mal. Ich glaube, darum bist du mir nicht böse. Nö, ach. Report, Solar Guard. Ja, ja. Gut. Dann nimm. Ich habe eigentlich nur das Buch rausgenommen. Ach so, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass da noch was anderes drin war. Nee. Oh, was haben wir hier? Bauplan für einen. Koichi. Also Pressure Support. Ich glaube, das ist der Bauplan, den du vorhin auch schon gefunden hast. Ja, genau, so ein Support. Der so ein bisschen aussah wie ein Bogen. Ja, läuft. Ich würde sagen, ne? Never Was haben wir denn hier? The Nova Never invite a Nova Kid to tea. Habe ich gerade gefunden. Okay. Die Bücher sind voll geil. Wenn du die einmal anwendest, dann hast du das in der Bibliothek. Dann kannst du sie nachlesen. Okay, cool. Iron Breaks Journal. Du weißt, dass da ein Pokéball drin war in der Kiste, ne? Nö. Okay. Nox Journal. Da war ein Pokéball drin. Okay. Ich kann jetzt irgend so eine Kugel auf ein Monster, das geschwächt ist, werfen und damit wird es gezähmt. Mach das mal bei einem Boss. Ja, ich vermute mal, da wird es nicht. Oh, was? Treasures and Trophies. Perfectly Gyrenic Item. It's a perfectly Gyrenic Item, perhaps a bit too perfect. Lol. Venus de Pixel. Roffel? BTF. Was geht denn hier? Aber die haben auch keine Preise. Turn in rare items for bountiful bounties. Ah ja, da steht eh dabei. Ah, okay, man muss das. Ah, okay, ja, man muss das craften. Penguin Custom. Ach, wie süß. Also ich will dieses Perfect. Wie heißt Perfectly Generic Item. Das würde ich unbedingt. Ich kann es herstellen. Wolltest du haben? Nee, wenn, dann stelle ich es mir selbst her. Ich habe eh, glaube ich, die Teile alle dafür im Tresor bei mir. Was braucht man denn dafür? Scorched Core, Cryonic Extract. Ach komm, ich mache mir eins. Gibt bestimmt einen Erfolg. Learn to craft Perfect Trousers, Perfect Breastplate, Perfect Helm. Okay. Jetzt wird's interessant. Wahrscheinlich brauchst du für jedes dieser Teile so ein Generic Item. Jetzt müssen wir auch gleich mal hier diesen schönen Koichi oder wie er heißt. Wahrscheinlich ist er rechts von der Ollen. Ja, mal gucken. Tupidupidupidu. Juhu! Ja, Grüße! Koichi's Request. I was thinking of opening a museum. Do you think Florence like things like that? I'd really like to get to know Nuru better. Anyway, I need exhibits. Could you please bring me a grand avian sarcophagus? You're most likely to find one in an avian tomb. Ja. Muss mal einen ganz kurzen Cut machen. Klang so. Bis gleich. Ja. Bis gleich. So, das nehmen wir wieder. Entschuldigung. Kleine Unterbrechung. Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme gesagt habe, aber noch vor der ersten Aufnahme, dass es immer eine kurze Unterbrechung geben wird. Voraussichtlich. Ja. Und da war sie. Hurra! Okay. Private Life ist aber auch echt unverschämt, dass es einfach so dazwischen kommt, ne? Immer dieses Real Life. Ja, das ist so, na, es ist halt einfach zu Hause bei den Eltern. Okay, tatsächlich glaube ich, dass ich so ein Ancient-Sarkophag irgendwo habe. Ich habe die Quest einfach angenommen. Ich weiß nicht, ich habe so eine Infos, glaube ich, nicht. So, komm, wir quatschen mal mit der Trulla hier. Ja, genau, stimmt. Ich glaube. Quest complete. Well done for saving. Wir müssen uns bei sowas einigen, wer das macht. Nach dir. Well done for saving the artifact, dear. They are powerful objects and not safe in the wrong hands. Rewards. Ja, deswegen komischer Sack. Ja, deswegen nimmst du uns die Artefakte auch mal weg, weil die gefährlich sind in den falschen Händen. Oh wow, eine Tech-Card. Manifactor Module. Yay. Avians next, I think. Probably best to go to planets where jungle terrain is in abundance. Avians like to inhabit such places. You'll find those kinds of planets around the radioactive stars. Fuck it. See you soon, dear. Be careful and happy hunting. Korrigier mich, Avians? Weiß auch nicht, was das sind. Sind das die Roboter? Nee. Keine Ahnung. Aber es passt eigentlich gut, weil wir ja hier so einen Avian-Sarkophag finden müssen. Also. Ja gut, die schließen ja aneinander an, die Quests im Prinzip. Ne? Oh, sie hat auch noch eine? Hau mal raus. Oh. Ne, das machen wir zum Beginn der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, aber ich akzeptiere die jetzt einfach mal. Ja. Also.
Genau, aber damit starten wir quasi die nächste Folge. Und damit herzlichen Dank an euch fürs Reinschauen, Zuschalten, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Vielen Dank an Marco für die Gesellschaft und Starbound ist damit jetzt beendet. Nein, mein Scherz. Wir sehen uns demnächst mal wieder und so. Haut rein. Ciao.